Ja, wie immer am Schluss die ganz besondere Perle für die Menschen, die ausgeharrt haben bei uns, natürlich auch die uns hören oder sehen im Netz oder am Radio. Wir haben jetzt eine Legende bei uns, die uns zum Glück immer wieder besucht. Schon zum dritten Mal haben wir gerade festgestellt, ist er hier aus Kanada. Er ist einer der Pioniere des queeren Kinos, hat große, sehr wichtige Filme geschaffen, kommt immer wieder zurück zur Berlinale, zeigt seine Filme hier, so auch diesmal. The Misandrists heißt sein neues Werk, läuft im Panorama der Berlinale. Bitte begrüßen Sie aus Kanada Bruce LaBruce. Great to have you here again. Hello, hi. Guten Tag. Hello, Berlinale. Yay. This was fun. Thank you so much, Bruce. Und es ist eine Geschichte, wir werden es auch gleich beschreiben, die hat so etwas von einem Orden vielleicht, einen Orden von eben männerhassenden Schwestern. Das bedeutet ja dieser Titel auch. Das sind wunderbare Frauen, die wir da kennenlernen. Unter anderem Keita Updike. That's Keita. Hi, Keita. Hello. Thank you, everybody, for being here. Aus New York. New York, we just had a blizzard, so I'm glad to be here, even though it's very chilly here as well. Hier ist es auch ziemlich kalt, aber in New York ist es offenbar viel schlimmer. Sie ist sehr froh, hier zu sein. And Bruce, you shot that movie in Brandenburg, in the beautiful state of Brandenburg. Why? I don't know. I just went where they took me. But they pay you a bit. No. I mean, we were looking for a remote location in the country. Yeah. It had to be a spectacular location because we were shooting almost the entire movie was shot in a single location. Yeah. And so just one day of shooting in Berlin. Mm-hmm. So the location scouts and the producers found this incredible house. I mean, it's like 15th century, 14th century. I don't know, really old, huge, like house that a whole village was kind of built around, you know? Yeah. And we rented it. And actually it was 2 hours drive from Berlin. So we actually, a lot of the cast and crew stayed either in the building or in the surrounding area. Where is it exactly? What is it called? Gantikau. Gantikau. In Küritz, close. Küritz, danke schön. Küritz, okay. Because I think after the movie will be released in Germany, there will be bus tours to that place to see the real place where that movie was shot. My producer just said, No. Don't say where we're shopping. Curious. Okay, aber wir wissen alle, wo das liegt. Also, Sie haben es ja gehört, er hat also tatsächlich einen Ort gesucht, der sowas abgeschlossen, etwas Entlegenes auch hat. Denn fast alles, was in diesem Film zu sehen ist, ist dort gedreht worden. Es gab einen Drehtag in Berlin und das hat so etwas, ja, es ist so ein Dorf, was faktisch um diesen Ort herum gebaut wurde, um diesen Hof herum. Es hat auch was vom Kloster übrigens, also was Abgeschlossenes, Abgelegenes. Und wir haben alle gerade gehört, wo es liegt. Also, nichts wie hin, wenn der Film dann da ist, wird es dann wahrscheinlich Touren geben von Touristen. So, this is a very special kind of convent in a way, like a monastery. Maybe Keita can explain a little bit what is the spirit of that convent. It's a girls' school that's kind of a radical feminist sect where we have this ideology to push forward feminism, misandry, basically the hatred of men. Lesbian separatism. Yes, lesbian separatism. Yeah. We do that through pornographic propaganda. Yes. Great method, by the way. Yes. Spreads the news. Also, es ist ein Konvent, der besteht eben aus radikal-feministischen, männerhassenden Frauen, die eben ihre Botschaft, also sie sind feministisch natürlich, ganz kämpferisch feministisch, lesbisch, und sie versuchen eben ihre männerhassende Botschaft zu verbreiten durch radikale Pornografie. Also da werden Pornos gedreht, muss man auch so sagen, ganz klar. So what was so interesting for you at this kind of convent of lesbian, feministic fighters? For me? Yeah. Well, you know, I'm always interested in radical politics, and so I've made quite a few films about radical politics. Sometimes I'm interested both, as a filmmaker, in the extreme left and the extreme right, and about how sometimes they meet, you know? And I have another film in the festival called Ulrika's Brain, which is playing on Saturday at 10 o'clock at the Academy de Kunst, and by the way, the second screening, the last screening of The Misandrists is at 10 o'clock on Saturday night. Okay. Sorry, and I have a line of jewelry too. It's by great and perfume, huh? With Ivanka. Anyway, I don't know. As a filmmaker, I'm a queer filmmaker who believes that there should be a solidarity between lesbians and gays. And I've always had very strong female characters in my movies, but I've never made an actual lesbian movie with an almost entirely
female cast, so that was very important for me. So one man, but not he's not very long a man. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, er sagt, er ist ja einfach, es hat ihn interessiert. In are you successful? I'm spoiling. I have to translate. I will skip the advertising part, but let me translate what you said. Oh, okay. Also er interessiert sich wirklich für die radikalen Lebenshaltungen, und zwar sowohl auf der rechten als auch auf der linken politischen Seite und gerade wie die sich in ihrer Radikalität quasi auch treffen, also wie es da Gemeinsamkeiten plötzlich gibt. Und klar ist er ein schwuler Filmemacher, aber es interessiert ihn sehr, jetzt auch mal was zu erzählen, was auf der Seite der Lesben los ist. Also es ist ein rein lesbischer Film, es gibt einen einzigen Mann in diesem Film, mit dem dann auch noch was passiert, und er glaubt, dass einfach Schwule und Lesben solidarisch handeln sollten, dass sie also gemeinsam kämpfen sollten. Deshalb war es ihm wichtig, das zu erzählen. But on the other hand, it's a sect, it's a comet, they're really crazy and they're frightening. Every kind of closed society in that way is frightening and shocking. So where is the solidarity here? It's more really a shock. Sure. No, it's a critique of the radical left. Okay. You know, it operates. I mean, I'm very sympathetic, even to lesbian separatists, I'm very sympathetic to their cause, because as the film points out, women have been oppressed for millennia, you know, and they're still trying to get equal rights. So you can understand why some lesbians go to this extreme that they want, you know, they say, try matriarchy for a change, you know, just empower women and let them run things in a completely different way, not by women, you know, going into the patriarchal structure that already exists and gaining power, which is also corrupt, but actually to start their whole, you know, separatist movement. So I'm very sympathetic to that. But my films also operate as a critique against extreme either left or right, where they get to a point where they start being dictators themselves, or they start contradicting their own kind of core beliefs, or crossing over certain moral lines that can't be justified. So this film is both a critique of extreme lesbian separatism, but also kind of celebrates the idea of it. Yeah. Very dialectic. Also ich habe gefragt, es ist aber letztlich doch auch so, dass dieser Orden, dieser lesbisch-separatistische Orden, was irgendwie auch Schrecknis hat in dieser geschlossenen Welt. Und er sagt, ja, es ist eine Kritik daran. Es ist eine Kritik auch am linken radikalen Denken. Das lehnt er hier ab. Er versteht natürlich total, dass die Frauen nach so vielen Jahrhunderten von Unterdrückung hier auch zu einer gewissen extremen Radikalität neigen. Das kann er gut nachvollziehen. Aber er meint, es hat auch gar keinen Sinn, sich jetzt sozusagen kopierend in patriarchalische Strukturen hineinzudenken, die also zu kopieren. Man muss jetzt was Neues schaffen, man muss das völlig anders machen. Und im Film wird ja auch darüber nachgedacht, ob sie sich jetzt selbst wie Diktatoren aufführen, nachdem sie so lange unter einer Diktatur gelitten haben. Sie überschreiten ganz eindeutig in dem Film moralische Grenzen, das ist ganz klar. Also hier geht es sowohl zum einen in seinem Film um die Kritik an dieser separatistischen Haltung, aber es ist letztlich auch ein solidarischer Film, der eben die Notwendigkeit wiederum zeigt, sich zu wehren. So very heavy, but it's not heavy stuff, it's a comedy in a way, and it's very erotic and crazy. How was it to shoot that movie far away in Brandenburg? Well, I think coming from New York, it was a great way to surround yourself with a group of women to take on these topics that are really important, you know, in these day and times, especially with the things going on in the United States. You know, we're having all these women's rights movements and whatnot. And what you see on the screen is really what happened with the women in person. We all lived together, we all cried, we all talked, we all just really held each other in each other's arms, and that's really what the movie was like. We take on these really pertinent topics in a fun, interesting way that will get the watcher to think about them, but also enjoy themselves while they're doing that, so. Also sie haben ganz offensichtlich Ähnliches erlebt beim Zusammenspiel, wie man es auch im Film sehen kann. Also sie haben zusammen gelebt, die Frauen diskutiert, haben sich umarmt, haben also ein gemeinsames Leben geführt, und all die Themen sind ja sehr wichtig, sagt Gita. Also die kennt sie natürlich auch aus New York, aus den USA, Frauenrechte dafür zu kämpfen, das ist alles sehr wichtig, aber sie hatten auch jede Menge Spaß dabei, eben gemeinsam ein Leben zu führen. Das ist also 1:1 quasi das, was wir im Film sehen. For her it was a lot of fun. How was it for you to direct something like 15 strong, amazing women? Totally. It was great because, you know, I was working, I mean, we did try to hire as many women on the crew as well as the cast as we could. So it was a very strong female contingent on the crew. But I mean, my cameraman and his assistant were
straight guys. So, and I was spending so much time with them, just kind of, you know, concentrating on shooting the film. But the women I knew they're all bonding so strongly together. Like it was like a parallel narrative going on that I didn't have the access to, that they wouldn't even give me access to. So, you know, there was all sorts of stories being told with each other, and like, you know, just like really strong emotional and intellectual kind of like discussions with each other. And I thought that was great because I think it comes through in the film, because you can tell they have a kind of strong bond with each other. Also ja, ich habe gefragt, wie war es, also diese Frauen, 15 schätze ich jetzt mal etwa so, dann auch zu inszenieren, diese starken Frauen. Er sagte, ja, es war wirklich eine geschlossene Welt eigentlich. Also sie haben so eng zusammengehangen. Er hatte eben auch viel zu tun natürlich mit dem Kameramann, der nun also straight ist, und sein Assistent. Insofern hat er da gar keinen Zugang so richtig gehabt. Und man merkt eben auch im Film, wie die Energie eben aus diesem geschlossenen Kreis dann immer rüberkommt, die unter sich waren. So last question, it's funny, it's really erotic, but on the other hand, I could imagine that some women maybe will hate it, because maybe they don't understand the humor in that, and they just think it's a provocative, it's against the women's right movement. I could imagine that. I don't know, but maybe it could be a problem. What? Yes, yes. No, you know, radical fighters have mostly no humor, no much. You had me here when I showed my movie The Raspberry Reich here in 2005, and that film, you know, is a critique of the radical left, but I'm also, again, you know, sympathetic, very sympathetic to extreme leftist ideals. But I was showing the film in Poland a couple of years ago, and somebody in the Q&A, his question was, he started it with, as a right-wing filmmaker, how do you feel about blah, blah, blah? And I was like, really? You think I'm a right? Anyway, the point is, it's not really my job to, like, you know, tell people exactly how they should feel about the topic, or to articulate everything. I'm more about bringing out the contradictions and the kind of the strange corners that radicals paint themselves into, you know. So I think it's obvious that the film is feminist to me, and even though it is a critique of certain kinds of feminism, and I think it's just obvious by the women in the film and how convincing and kind of strong they all are, that it's a feminist film. Peter agrees, I see that in your face. Also, ich habe ihm gefragt, ob es vielleicht auch sehr provokativ sein könnte, gerade für Feministinnen, die kämpfen für Frauenrechte. Und da sagt er, ist also gar schon mal für einen rechten Filmemacher gehalten worden. Ich kürze das ein bisschen ab, aber im Wesentlichen betont er nochmal ganz eindeutig, auch wenn er hier natürlich Kritik übt an bestimmten radikalen Haltungen und auch an den Ecken, in die sich Radikale ja selbst hineintreiben, ist das ein feministischer Film. Also er sieht das absolut nicht als antifeministisch, sondern er wehrt sich eben wirklich nur gegen eine radikale Haltung, die ja eben niemals eine gesunde Haltung sein kann. Deshalb betont er das auch nochmal. Dieser Film ist noch mehrfach zu sehen. Ich wiederhole das auch nochmal. I will repeat. Am Samstag um 22 Uhr im Zoopalast ist dieser Film zu sehen, und ansonsten auch nochmal. Und ich denke mal, so wie viele Filme von Bruce LaBruce, wird er auch ins Kino kommen, denn er ist auch von deutschem Fördergeld mitgemacht worden. It's supported, funded by German money. That's absolutely a good thing. Medienbord, ja. Yeah. Medienbord Berlin-Brandenburg. That's why you went to Küritz, als wir hören. Bruce LaBruce war bei uns zusammen mit Kita Updike, die so heißt wie der großartige Schriftsteller, sind aber nicht verwandt. The Misandrists, die Männerhasser also im Panorama der Berlinale. Thank you so much. Danke, Knut. Dankeschön.